Guten Morgen! Wisst ihr, was ich hier in der Hand habe? Das sind Topinambur Traubensaft-Medaillons. Ich sag euch was, das Rezept, und das ist Rohkost, das ist das geilste Rezept, was ich je gemacht habe. Pizza Luigi ist geil, ich geb's zu, ist richtig geil. Link oben in der Infobox. Aber die Sache ist einfach so geil. Warum ist die geil? Weil du rohköstlich lebst und du isst einfach, du beißt rein in ein Stück Fleisch. Vergesst nicht den Daumen nach unten zu geben. Aber das ist einfach, es ist mega, es ist mega. Und ich habe, und deswegen wird das wahrscheinlich auch so polarisierend sein. Ich habe das auf dem Rohkost-Potluck mitgehabt, das Rezept. Und einige haben gesagt, das kann ich überhaupt nicht essen. Und andere haben gesagt, geil. Und das ist wirklich, dieses Rezept, das ist wieder so ein richtig voller, mega geiler Geschmack und erinnert irgendwie an Fleisch, es ist nicht Fleisch logischerweise, Konsistenz ist auch nicht wie Fleisch und so weiter, aber es ist einfach geil, es ist richtig richtig geil und Topinambur, also das Rezept kommt gleich, könnt ihr vorspulen, wenn ihr mein Gequatsche nicht haben wollt, aber Topinambur, das sind solche Knollen, die könnt ihr einmal bestellen oder kommt bei mir im Garten vorbei, kriegt ihr welche mit. Einfach irgendwo hinhauen, egal wo. Ein bisschen Sonne sollte drauf fallen. Ihr müsst nichts tun und das breitet sich invasiv aus und ihr habt immer genug zu essen. Das ist im Endeffekt ja, die Lösung für die Hungernot. Aber das will ja keiner hören. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, Topinambur, wenn ihr einen eigenen Garten habt oder ihr wohnt an der Nähe von einem Feld oder sowas, paar Knollen irgendwo hinschmeißen, wo nicht, also am Rand des Feldes, was nicht rausgemacht wird und ihr habt immer geiles Topinambur. Und von daher, ich kann es absolut nur empfehlen, Topinambur ist einfach mega geil. Aber manchen schmeckt es nicht. Und manche haben Verdauungsprobleme, das heißt ein bisschen pupsen, ja, das musst du. Also Topinambur ist schon heftig, sage ich mal. Also ich kenne nichts, was heftiger ist wie Topinambur, wenn es darum geht, sozusagen Flatulenzen zu entwickeln. Aber meine absolute Empfehlung und jetzt kommt das Rezept. Das ist Topinambur und davon habe ich 2 Kilo. Ich werde allerdings das Rezept für 500 Gramm aufschreiben, weil nicht jeder wie ich so einen Topinambur-Wald im Garten hat und von daher ist das Rezept für 500 Gramm ausgelegt. Das sind jetzt wie gesagt 2 Kilo, ich habe ja schon angefangen. Als erstes nehmt ihr also euren Topinambur, wascht den schön, ihr müsst den nicht schälen, sondern einfach nur waschen und dann schneidet ihr den in Scheiben. Also nicht zu dünn, aber auch nicht zu dick. Je nachdem dauert es natürlich beim Dörren, aber ansonsten könntet ihr eigentlich auch nichts falsch machen, wenn ihr zu dünn oder zu dick schaltet. Versucht es auf jeden Fall alle in der gleichen Größe zu machen, wenn es denn möglich ist. Genau, und dann schneidet ihr eure 500 Gramm und tut die dann in eine Schüssel. Und dann mischt ihr die Marinade zusammen. Auf 500 Gramm Topinambur kommen 100 Gramm ungeschälte Hanfsamen. Da ich nun 2 Kilo habe, werde ich entsprechend 400 Gramm Hanfsamen reinmachen. Und dann kommen auf 500 Gramm Topinambur neben 100 Gramm Hanfsamen ein Esslöffel Hefeflocken. Danach kommen 50 Gramm Traubensaft. Versucht wirklich selber, 50 Gramm ist nicht viel, den Traubensaft selber zu machen. Ich habe jetzt für heute, habe ich mir mal Ananassaft probiert, einfach um das mal auszuprobieren. Aber das Originalrezept, wie ich es halt gemacht habe, waren 50 Gramm Traubensaft. Also ich wiederhole, 500 Gramm Topinambur, 100 Gramm Hanfsamen und ein Esslöffel Hefeflocken und 50 Gramm Traubensaft. Wie gesagt, ich habe jetzt hier Ananassaft genommen. Und dann noch 50 Gramm Sojasauce. So, und als letztes noch 2 Knoblauchzehen auf 500 Gramm Topinambur. Da ich ja wie gesagt 2 Kilo Topinambur habe, sind das jetzt 8 Knoblauchzehen. Und das alles mixt ihr dann. Diese Masse tut ihr dann auf euer Topinambur. Na, da werde ich wahrscheinlich eine dritte Hand brauchen, um das jetzt hier rauszubekommen. Also, das kommt dann alles sozusagen hier drauf. Ja, und dann massiert ihr das sozusagen, diese Marinade in den Topinambur ein. Dass alles letztlich dann schön miteinander vermischt ist. Ihr könnt natürlich auch die Scheiben einzeln einstreichen, wenn ihr die Zeit habt und ja, nicht so viel Topinambur verarbeitet. Ihr könnt ja zum Beispiel die 500 Gramm Topinambur auf 100 Gramm Topinambur machen, dann braucht ihr von allem ein Fünftel oder so, einfach um das mal zu testen, wie es schmeckt.
dann könnt ihr das auch mit einem Pinsel einstreichen. Aber ich finde, das hat auch immer so eine ganz besondere ja, Dynamik und so einen ganz besonderen Zugang zur Nahrung, wenn man das so einmassiert. Und ja, ich möchte darauf nicht verzichten. Also von daher meine Empfehlung, massiert das ein. Ja, und dann verteilt man im Endeffekt das, was man einmassiert hat, auf die einzelnen Lagen seines Dürrapparats. Ich muss ja sehen, ich werde die einfach hier drauf knallen. Ich habe jetzt kein Backpapier oder sowas, wird sicherlich runtertropfen, aber ja, muss ich dann wahrscheinlich am Ende mal auswaschen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, kommt das jetzt ins Dockgerät und dann auf irgendwas unter 40 Grad, hier, das werden jetzt wahrscheinlich so, weiß ich nicht, 39 Grad sein, ja, dann dürren. Wie lange ihr dürrt, das kann ich euch danach sagen, weil ich jetzt erst einmal mit diesem Dürrapparat dürre. So, und nun 25 Stunden, also 24 Stunden kann man einfach mal so sagen, 24 Stunden später auf der Stufe von ungefähr 40 Grad sind die dann soweit fertig. Ich habe jetzt schon mal einen rausgeholt, ich hole es mit euch zusammen jetzt raus. Und so sehen die dann aus. Die Topinambur Medaillons. Ideal sind sie für mich, für meinen Geschmack, wenn sie noch nicht brechen, sondern wenn sie sozusagen noch eine Konsistenz haben, die du leicht biegen kannst. Und dann, ich sag euch, die Dinger sind so geil, aber auch so scheiße. Je nachdem, an welchem Pol des Geschmacks ihr euch befindet. Weil es haben Leute gesagt, das schmeckt gigantisch, und es haben Leute gesagt, das schmeckt, naja, nicht so gut. Probiert's aus. Für mich mega. Ein Geschmack, der, ich vergleiche den mit einem richtig vollmundigen Rinderbraten. So schmeckt das. Ein vollmundiger Rinderbraten. In der Rohkost. Ich meine, was braucht's noch, um euch zu überzeugen, das wenigstens mal auszuprobieren. Unbedingt machen. Und meine Empfehlung noch. Nehmt Traubensaft statt Ananassaft. Die schmecken jetzt auch gut. Aber es fehlt dieses gewisse Etwas, was der Traubensaft gemacht hat. Und nehmt richtigen Traubensaft, also tut die selber pressen. Ihr braucht nicht viel Saft, aber presst den selber oder kauft ihr den als direkten Saft, nicht pasteurisierten Saft. Meine Empfehlung, Topinambur, Trauben-Medaillons. Ja, ich wünsche euch viel, viel Freude mit dem Rezept. Es ist sehr, sehr leicht. Probiert's aus. Es ist auf jeden Fall polarisiert. Also entweder ihr schmeißt das weg oder ihr sagt, Christian, Rohkost ist so geil. Also von daher, ich kann es nur empfehlen. Es ist mega, mega geil. So, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und genießt dieses Topinambur Rezept. Es ist das Beste, was ich je gemacht habe. Immer gemessen an denen, dass ich immer relativieren muss. Es ist das beste Rezept. Punkt aus Ende. Topinambur Traubensaft Medaillons. Macht's gut, euer Christian.